Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Paddle Let's Play Assassin's Creed 3. Ich habe einen Bären gefunden. Stierbär. Ich habe einen Bären gefunden. Häuten. Ich hoffe, du gibst mir ein paar gute Klauen. Also, ich wollte ja da eigentlich hinlaufen, aber habe dann einen Bären gefunden. Muss ich natürlich töten und keine Ahnung, ist ja nicht mehr allzu weit, von daher gucken wir einfach mal, ob wir noch ein paar Bären finden. Ah, schön durch die Bäume durch. Und weiter, weiter, weiter. Ich dachte, da fällst du runter. Höp, höp. Oh, das ist doch schön. Ach ja, und dann halte ich halt dann nicht fest, ne? Egal, wir brauchen auf jeden Fall Bären. Und hier haben wir dann den Hinkebeinklunker. Den wir einfach mal so mitnehmen. Ah, ich habe vergessen, die Feder mitzunehmen. Dann holen wir uns die Feder noch. 13 von 14 Hinkebeinklunkern haben wir jetzt. Gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Hase bekommen. Den Hasen nehmen wir auch mal mit. Weiß nicht, ob wir da irgendwie was brauchen. Könnte eventuell sein. So, Feder. Feder in Johnstown sammeln. Holen wir uns die hier, weil wenn wir da dann so hinlaufen, sollten wir da eh hinkommen. Öp, geh doch da runter. Ist der Bär? Ist er nach unten gefallen? Da ist er. Komm her, Bäri, Bäri. Zack. Zack. Und da wäre er tot. Ja, Mann. Einen zweiten Bären. Jetzt haben wir schon mal ein paar Bären klauen. Richtig schön. Ist ja noch ein dritter Bär irgendwo? Da ist einer. Was sagt er da? Hinweise analysieren. Wahrscheinlich ein Bär hat hier getrunken oder so. Ein Bär hat hier getrunken. Der wäre da unten. Batz! So. Einmal haben wir dir schon Schaden gemacht. Und auf Wiedersehen, Bär. Somit hätten wir die Bären jetzt komplett. So. Bärenfett haben wir sogar bekommen. Und da ist noch einer. Batz! Instant-K.O. Also hier gibt es auf jeden Fall viele Bären. Aber wir haben jetzt genügend Bären. Bärenpelz haben wir bekommen. Und jetzt müssen wir dahin. Ich denke mal, wenn wir so laufen, sollte sich das besser... Oh, damit wir zu den Federn kommen, sollte das... Oh, da ist ein Hirsch. Ach, die Hirsche, lassen wir mal die Hirsche sein. Haben ja jetzt genügend. Hallo Hirsch. Ich tu dir nichts, außer du kommst an und willst Stress haben. Hallo hallo Kaninchen. So, wo ist deine Feder? Ich hab doch gesagt, ich lass dich in Ruhe. Meine Güte.
Dreckshirsch. Nochmal. Ja, was hat mich jetzt anvisiert? Gar nichts. Das war ein Rapid sogar. Da sind die. Da ist eine Fede oben. Höp, Fede, Fede, Fede. Du bist auf dem Baum oben wahrscheinlich. So, danke sehr. Da sollten wir jetzt nicht unbedingt runter. Aber hier können wir runter. So. Zack. Was bist du eigentlich? Ach, da könnte ich mich verstecken drin. Okay. Gut zu wissen. Okay, ja, die nächste ist hier. Die nächste sollte sich hier irgendwo befinden, die nächste Feder. Feder. Ein Fuchs. Und ein Reh war das. Nee, Fuchs, ich tu dir nix. Und da haben wir dann ein Pferd. Das ist schön. So, einmal hier die Feder. Hüpp. Dankeschön für das Pferd. Schneller Pferd. Sind wir doch gleich ein bisschen flott unterwegs. Da oben ist er. So, wie... Da kommen wir jetzt nicht hoch. Wie kommen wir da hoch? Da wäre er. Wir kommen von da darüber. Müssen wir da hoch. Aber wie kommen wir da hoch? Von da... Da hoch von da unten. Hepp. Und zwar einmal auf dem Baum hier. Dann sollten wir eigentlich bis ganz nach oben kommen. Jetzt gehen wir hier rüber, sollen wir da hochkommen und dann darüber springen. Sehr schön. So, wieder aufs Pferd drauf. Und Schnellreise. Er spart uns ein bisschen Zeit. Wir können gleich die Feder einsammeln. Und die ist genau hinter uns. Die Feder. Also hier hinten. Die gesamten. Ja, die Waren haben wir jetzt für den Typen. Das letzte Mal, dass ich so voll war, war. Oh, gestern Nacht. So, wir müssen jetzt hier irgendwie runter. Ich hoffe doch, dass hier... Ja, komm. Also, das gibt's doch nicht. Da sollten wir eigentlich runterkommen. So, sehr schön, sehr schön. Die Feder ist also hier auf dieser kleinen Insel. Nun gut. Lasst uns die Feder holen. Sehr schönes Versteck hat der hier, wenn wir dann mal hochkommen würden. Wo kommen wir da hoch? Hier könnten wir hoch. Nein, da könnten wir auch hoch. Danke sehr. Ah, der hat ein sehr schönes Versteck hier. Muss man ihm sagen. Muss man ihm sagen, vor allen Dingen. Muss man doch sagen. Wie kommen wir da jetzt wieder hoch? Da, wir könnten da außen rum. Oder wir gehen da hoch. Was, glaube ich, sinnvoller wäre. Wenn wir von hier dann da rüber springen. Und dann da hochklettern, nicht latschen.
So, schön wieder an den Kanten abrutschen, ist gleich komplette Hand aufschlitzen. Da hoch. Jupp. Also, da kommen wir definitiv hoch. Geht mal weg hier. Also. Ich bedanke mich, dass ich euer Fort besuchen durfte. Und ich will gerne mein Pferd haben. Da ist unser schönes Pferd. Heya. Gut, 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 gut. Einmal querfeldein wieder. Abenteurer haben wir auch noch einige. Ach, das sind wieder die scheiß Kackbuns. Ah ja, da kommen wir doch relativ flott hin jetzt. Das gefällt mir. Jagdgebiet Concord. Und die Feder, wo ist sie? Die Feder ist hier oben, das heißt, wir kommen dadurch über den Baum und darüber. Gut. Da hoch, Konor, und weiter hoch. Ah, das sind Kühe. So. Feder erhalten. Zack. Federn in Lexington haben wir jetzt. Hier den Hinkebeinklunker in Richtung Hinkebeinklunker drehen und geradeaus, damit wir den Schatz noch haben. Ach ja. Der Schatz sollte sich hier dann irgendwo befinden. Oh, ein Hundi. Öpp. Öpp. Jawohl, ich wollte so. Hier haben wir nämlich den. Ein Waschbär. Waschbären ja. Hatten wir noch nicht. Deswegen abgesprungen, Waschbär gleich mal geholt. Und jetzt erstmal den Schatz da holen. Müsste wahrscheinlich. Wo ist er? Sieht aus, als wäre auf dem Dach. Und ja, da ist er drin. Pferd? Ich würde gerne auf mein Pferd drauf springen. Und Hirschdorffleisch, Knöpfe haben wir bekommen, Gift. Sehr viel Zeug wieder mal. Da müssen wir wieder irgendwo unten rein. Okay, das ist wahrscheinlich wieder irgendeine Höhle. Wow. Ja, da gehen wir jetzt mal weg. Yep, hier haben wir die Höhle. Unten ist fast immer eine Höhle. Also, wenn es nach unten geht. Und danke sehr. Klunke für Hinkebein. So, als nächstes würde ich sagen, das hier sollte eigentlich nicht so lang sein. Hier eine Schnellreise hin und den nächsten Klunke holen. Ja, das wird auch wieder zwei Parts dauern, würde ich schätzen. Zwei Parts, dann sind wir mit den Klunkern durch. Und App-Markierung setzen. Unser Pferd rufen. Ja, dann geben wir auch noch die gelieferten Waren ab. Mist. Da geht's raus. Und so, weiter geht's. Ah, da kommen wir jetzt bestimmt nicht rüber. War mir klar. War auch kein Wunder, dass wir da nicht rüberkommen. Ach, laufen mal ein bisschen zu Fuß. Bisschen Fitness schadet nie.
Ach, war das nicht der, den wir damals da unten in der Schlucht gesehen haben und den nicht bekommen haben? War das nicht der? Weil das kommt mir doch äußerst bekannt vor. Sieht soweit richtig aus. Ne, wir müssen da ganz hoch. Wir müssen auf den Berg hoch, würde ich schätzen. Aber das könnte ernsthaft der sein. Da müssen wir hoch. Wie kommen wir da hoch? Wahrscheinlich von hier aus. Das heißt, auf dem Baum da hoch. Aber sonst ist der Baum hier ja nicht, ne? Höpp. Dann sollte man da hochkommen. Und er sollte sich dann auch hinhängen. Nee, das ist falsch. Ich sehe wieder mal überhaupt... Aha, da haben wir einen Baum, den wir hochklettern können. Das sieht definitiv richtig aus. Ich meine, umsonst ist das hier nicht. Dadurch. Genau, und der war da unten. Das war auch der hier. Leck mich doch am Arsch, dreckiges Viech. Hast du mich erschrocken? Gras so schön am Kuchen. Hat mich das Drecksviech erschrocken. So. Wie kommen wir da hin? Erstmal runter. Springen wir, glaube ich. Ah, wobei, das sollten wir überleben. Außer er macht's so wie jetzt. Und jetzt sind wir ja wieder ganz unten. Ne? Wo wir. Ich glaube, da waren wir schon mal unten. Richtig, und dann sind wir da gestorben unten. Das heißt, den Sprung überleben wir. Aber jetzt darf ich da wieder hinlaufen. Oder... Ja. Ich will den Klunker hier gerne markiert haben. Nehmen wir mal den Weg hier. Das hier sieht richtig aus, aber da kommen wir wieder runter. Da muss man einen Todessprung wagen. Und hepp. Nur wir sind halt da dann reingekracht. Rein theoretisch so. Richtig. Jetzt können wir mal gucken, wie wir da anders hingekommen wären. Da liegt eine Leiche. Die Leiche hat doch bestimmt Geld. Plündern. Hasenpilz. Hirsch. Sehr viele Pilze hat der. Oh, der hat sehr viele Pilze. Und jetzt sollten wir da dann ins Wasser rein. Also ich habe echt keinen Plan, wie wir den sonst bekommen hätten. Gut. Oh, jetzt laufen wir noch darunter. Holen wir uns das hier noch. Also gehen wir erstmal dahin per Schnellreise, ne? Und jetzt holen wir uns den Klunker. Einmal bitte wieder mein Pferd. Danke sehr. Ah, jetzt haben wir ein anderes Pferd wieder mal. Wie immer. Ach ja, das ist auch ein Stück zu reiten. Ach, wir sind ja hier in diesem komischen Tal. Gibt es da nicht eine andere Schnellreise?
Nee, ich muss da... Ja, ich muss... dem Weg nach. Und der Weg, wo ist er? Ach, Schnauzepferd. Hier? Da ist der Weg. Sonst komme ich ja schlecht aus. Oh. Sonst komme ich ja schlecht aus dem Tal raus. Da kommst du aber hoch. Komm, danke sehr. So. Zack. Den einen Hinkebeinklunker holen wir noch und dann ist der Part vorbei. Das reicht dann wieder. Erstmal wieder ein bisschen was für die Jagd getan. Ups, ja. Ja, komm, da haben wir jetzt genug Hirsche. Da haben wir vorerst genug. Ah, die haben es auch hier schön. Ein Schweinchen. Mit ganz vielen kleinen Schweinchen. Ja, die meint ein bisschen was zu freche. Kleine Schweinchen. Und jetzt füttert deine kleinen Schweinchen wieder. Ja, ganz brave Schweine, Schweine. Unten? Hä? Unter uns ist es also. Werden wir jetzt hier noch ein bisschen brauchen, bis wir den finden. Also hier ist die Höhle wahrscheinlich. Ne, ist sie nicht. Also es muss wieder eine Höhle geben. Nur wo ist die Frage? Nur wo ist die Frage? Da ist sie. Hab sie gefunden. Und... Ach, da kann er nicht schwimmen. So, in Diamond Basin haben wir jetzt den Klunker gefunden, ne? Okay, als nächstes holen wir uns dann den hier noch. Das hier noch alles. Dann laufen wir von hier nach da, laufen darum. Ah, da haben wir ja nicht mehr allzu viel. Dann sind wir da durch. Gut, Leute. Nächstes Mal sehen wir uns hier vor dem Schatz. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao, ciao. Bis jetzt beim nächsten Mal bei Let's Play Assassin's Creed 3. Bis dahin, auf Wiedersehen.